Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Oh, ich habe eine Knarre. Warum musst du eigentlich immer mit der Knarre rumspielen, wenn ich gerade meinen Stream starte? Mein Video, boah Gott. Da passiert mir bei meinen Streams auch immer. Ich sag, während ich am Stream bin, irgendwie hier Aufnahme oder Projekt oder so. Ich werde da immer die ganze Zeit irgendwie voll verwirrt, ne? Jetzt sage ich schon zu meinen Let's Play Streams, ne? Cool. So, in der letzten Folge waren wir hier immer noch auf Kobo und wir müssen hier zu hier diesen Ort hier hin, ne, verwüstete Ansiedlung. Im letzten Part oder war der vorletzte Part ist jemand nämlich hier gelandet und Kell hat sich gefragt, oh, wer ist das denn, ne? Und jetzt gucken wir mal nach, ne? Er hat schon irgendwie vermutet, dass es hier dieser eine Typ war, dieser Dagen, wie auch immer er heißt, ne? Aber wir wissen es nicht. Doch hat nichts davon einen Wert. Was erwartet Dagen, dass ich hier finde? Okay. Ich wollte schon gerade sagen, sobald wir hier reingehen, kommt bestimmt ein Bosskampf oder so, ne? Aber jetzt, da ich eine Stimme gehört habe, ist das, glaube ich, ein bisschen offensichtlich, ne? Ich meine, es ist ein bisschen offensichtlich, dass hier, glaube ich, hier ein Bosskampf kommt, ne? Da ist jemand gelandet und kann ich mich da dran festhalten? Ich glaube nicht, ne? Ja, da ist jemand gelandet in einem Raumschiff und wir wollten nachgucken, was da ist. Ich glaube, wir wollten ursprünglich hier hinkommen, um irgendwie so Koordinaten oder so herauszufinden, Informationen. Und ja, dann gucken wir mal, ne? Aber ich habe so sehr das Gefühl, dass wir gleich hier kämpfen müssen, ein Bosskampf, ne? Also, ja, gucken wir mal, was hier so abgeht, ne? Ich sollte echt mal weiter irgendwie Final Fantasy 16 spielen, aber ich habe irgendwie so sehr viel mehr Bock jetzt auf Star Wars, deswegen kommen jetzt so viele Parts gerade. Irgendwas wollte ich noch nachgucken, und zwar, ich habe ja letztens irgendwie so Kopfgeldjäger freigeschaltet, ne? Und als mir halt so vorgestellt worden ist, da hat man ja irgendwie so eine Tabelle oder so gesehen, ne? Oder so eine Art Rangbaum oder irgendwie sowas, ne? Ah, hier ist das, guck mal. Genau, das hier habe ich gesucht. Da kann man dann irgendwie nachgucken, so. Kann man da irgendwo sehen, wo die sind? Nee, ne? Anscheinend nicht. Aber die sollen mir auf der Karte irgendwie angezeigt werden. Ich habe mir dann das noch nicht so richtig angeschaut. Ach, gucken wir mal. So, jetzt denke ich mal, aber kommt jetzt hier ein Boss. Ich mache meine Knarre und mein Schwert und mein riesengroßes Schwert raus und dann gucken wir mal. Oh, Doppelklinge. Mal gucken, wie das Spiel noch mal geht, ne? Komm her. Oh. Au, au. Ich habe letzte diesen. Ich habe jetzt so einen starken Angriff, glaube ich, freischalten. Oh Gott. Du hast mich nur damit getreten. Sehr gut. Oh ja. Ich bin schon gedacht. Also ich dachte, er sagt ja, ich werde aussteigen. Ja, komm her. Ah, das war zu weit. Ah, boah. Noch ein Raider mit Lichtschwert. Das stecken wir ein. Sie, um irgendetwas zu suchen. Und wir folgen derselben Fährte. Okay. Ich
muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, die Bosskämpfe sind irgendwie viel einfacher als der Rest des Spiels. Komm schon, Kumpel. Ich habe voll viele Bosskämpfe schon beim ersten Versuch geschafft. Da wollte ich erst nur so ankündigen, ne? So, ja, wenn jetzt hier ein Boss kommt, dann mache ich den bestimmt beim ersten Mal fertig oder so, ne? Ich muss mal kurz hier mir was umstellen, alles klar. Aber ich wollte jetzt nicht ein großes Maul haben, ne? Und dann zu so sagen, ja, wenn ich dann verliere, dann weiß ich nicht. Was ist denn da drin, ne? Vorwärts, BD. Dann sehe ich schon wieder aus wie ein totaler Großschwätzer und so, ne? Zumal habe ich nichts zu sagen, bin bescheiden geblieben, ne? Kann ich da rein? Nee. Da ist er zu schmal für. So, das ist mal eine gute Frage. War das jetzt ein Kopfgeldjäger? Ne. Eins, ja. War Boss, ne? Okay, cool. Kein Durchkommen. Also ja, ich finde irgendwie so eine Gegnerkonstellation schwieriger als so ein Gerät. Einige Bosse. Bosse sind noch relativ easy. Dann bilde ich mir nur ein. Ah, wieder so ein Ding. Ah. Centauri. Noch eines von Centauris Geräten. Dagon hat Jedi getötet, weil sie es zerstört haben. Gerät halten. Das könnte unsere Antwort sein. Bringen wir das hier zu Meister Cordova. Der Gerät ist immer vor der Arbeit, bei der Arbeit. Zusammen mit Marcel Davis. Okay, hier noch ein Level up. Ich glaube, das gehörte Meister T'Pol. Hätte ich auch noch im letzten Part noch so machen können, ne? Aber ich hätte nicht gedacht. Dann hier nur so durchbretter, als wäre das nix. Ich überlege, was der schwerste Boss bisher war. Der Renko? Ja, anscheinend hier dieses Octobokto-Viech, ne, weil ich das noch nicht besiegen konnte. Kann nicht. Kann ich hier auch noch was? Oder war das? Dieses Fenster führt nach draußen. Ja, Kerl, ich hab's schon gesehen. Lass mich doch jetzt mal gucken. Das hier zurück nach Jeddah bringen. Meister Cordova will bestimmt sehen, was wir gefunden haben. Okay. Halt. War da was? Das sieht so irgendwie so verdächtig aus. Nein. Das sah so aus, als wären da so Schriftzeichen, deswegen muss ich da gucken. So, okay, mein Plan war aber sowieso hier. Dusch. Mein Plan war sowieso jetzt hier, was auch immer jetzt hier kommt zu machen, storymäßig, und dann, wenn wir ja fertig sind, gehen wir weiter ein bisschen bei Kobo ein bisschen herumschnüffeln, ne? Und wir können ja jetzt Zeugs verbrennen. Treffsicherheit, neuen Bonus erhalten. Cool. So, da habe ich zum Beispiel wieder irgendwas hier nicht verbrannt. Ich weiß es nicht. Sind noch viele Sachen. Wo führt mich denn dieser Vogel gleich hin? Ich glaube nicht, dass ich da schon runter will, aber wenn er schon mal hier ist, ne? Na komm. Vielleicht führt er mich ja irgendwo neu hin. Ne, wir kommen jetzt hier hin. Okay, warte. Wo bin ich ja gerade? Weiß nicht, wo ich ja gerade bin. Danke für die Hilfe. Da war zu hoch! Muntermacher. Ich kann mich auch eigentlich hier weg teleportieren, ne? Wo die Karte, ne? Die überfordert mich so sehr, ne? Kann ich so nach rechts fliegen irgendwo? Kann ich hier so runter? Oh Gott. Ich glaube, was passiert, wenn ich jetzt dagegen. Ja, cool. Ah, lass mich mal hier runter. Das Auto hoch. Muss mich auf den Arm nehmen. Boah. Boah. Dann gehen wir eben da lang. Oder da lang. War ich da schon?
Ja, da war ich doch letztens, ne? Komm mal zurück. Boah. Wo bin ich jetzt gerade? So verwirrend hier gerade, ne? Okay, hier ist ein Machtriss. Wie heißt dieser Ort? Ich hätte eigentlich da lieber hingehen sollen, ne? Verwüstete Ansiedlung. Ist hier irgendwo da sein, wenn ich da weitergehe. Ja, und dann wollen sie mich dann, genau, das habe ich ja letztens schon freigeschaltet, ne? Das ist die Abkürzung, die ich letztens schon freigeschaltet habe. Wollen sie mich jetzt hier so offiziell ja so hinpacken, ne? Oh Gott. So. Gut, dann kann man ja noch hier auf Kobo ein paar Sachen machen, ne? Weiß, was ich hier noch finde. Soll ich jetzt noch mal gegen dieses Octobokto-Viech kämpfen? Man hat Gefühl, dass irgendwie so vor so einem riesigen Dungeon. Oder irgendwie so, ich glaube, da geht es irgendwie so weiter oder so, ich weiß nicht. So. Wir haben neuen Boni freigeschaltet, zeig mal. Welcher davon ist jetzt der neue? Treffsicherheit. Wenn der Blaster-Kampf sie verwendet wird, verursacht ein kaltes Blaster-Schütze mehr Schaden. Oh, nicht schlecht. Aber muss jetzt nicht sein. So, verwüstete Siedlung ist dann, ne? Ansiedlung. Lass mal da eingehen. Man also jede Kleinigkeit hier untersuchen. Ich weiß, wäre total Zeitverschwendung und so, aber egal. Na, guck mal, ist da direkt hier in der Ecke. Da, ach so, ja, da war ich doch letztens. Und mehr habe ich da nicht so gecheckt. Ich glaube, ich weiß, was der Fehler war. Sind was auch der Fehler war? Bist du noch diesen einen Machtriss, wo ich irgendwie diese zwei Viecher kämpfen musste? Mir ist irgendwie so kurz vorher irgendwie aufgefallen, ich hätte vielleicht mal irgendwie eins von denen irgendwie so hypnotisieren können. Ne? Ich glaube, das hätte mir die Arbeit ein bisschen einfacher gemacht. Hat er nicht gerade was geleuchtet? Na, warte mal, hier ist einer, ne? Ja. Ach, wer willst du Daten erzählen? Der geht noch nicht mal. Der hat mich nicht mal bemerkt. Hat er den gesehen, der weicht aus. Der weicht aus. Und geht dann einfach weiter und seine Runden drehen, ey. Das gibt's jetzt einfach nicht, Mann. So, hier check ich irgendwie nicht, was das Spiel von mir will. Plant hat irgendwie hier von der anderen Seite irgendwie was zu machen. Also ich muss jetzt mal wieder hier den Ball da reinpacken. Nein, nicht du. Ja, Kollege. Rein da. So. Irgendwann mache ich hier. Ja, ich habe nicht ganz kaputt gemacht, deswegen. Ist immer noch? So ein Stück, was machst du ja? Ist ja überhaupt gerade die Machtmusik abgespielt worden, ne? So. So. Das hat Gefühl, ich soll halt nicht von der Seite machen, ne? Voll locker dadurch.
Ich weiß auch gar nicht, ob sich da was tut oder nicht, ehrlich gesagt. So, was zum? Okay, ich war schon mal auf der anderen Seite, glaube ich, ne? Fragt sich jetzt nur, wie ich da nochmal hingekommen bin. Ich habe mich da irgendwie hingeglitscht, glaube ich, letztes Mal. Und bin irgendwie so einen Weg gegangen, den ich hätte gehen sollen. Also, warte mal. Gute Frage, ne? Wie? Ich bin, glaube ich, hier mit hochgeflogen, ne? Guck mal, ob das funktioniert. Ja, mal so hin. Dann so hin. Ja, guck mal, klappt doch locker. Hey! Ich sehe gerade so ein Würfel. Danke für die Hilfe. Buff. Voll in die Fresse. Oh, hey. Ich wollte dich nicht anziehen. Ah. Bonk. Ich dachte, ich kann mit dem Würfel da interagieren. So, war ja ein Machtriss, ja, ne? Den habe ich aber schon geschafft, oder? Ja. Oh nee, ich glaube, ich sehe, was ich hier machen muss. Das sieht nach einem sehr unoffiziellen Weg aus. Ja. Wie bin ich da letztens runtergekommen? Ja, wie bin ich da runtergekommen letztens? Ich weiß noch nicht mehr wie. Mich abfallen lassen. Bin ich einmal heruntergekommen? Ich weiß nicht, ob das der offizielle Weg ist. Wie willst du denn überhaupt da hinkommen? Ich bin mal auf die andere Seite darüber gekommen, ne? Ist ein Vogel, der mich zurückbringt. Ich habe so das Gefühl, irgendwann ist hier geglitscht, ne? Weil ich habe die Wand doch kaputt gemacht. Das sehen wir nämlich nicht so offiziell aus, was ich hier gerade mache. Da gab noch meine Leiche. Na komm schon. Wirf mir einen Stim zu, bitte. Wie willst du da runterkommen? Nein, oh. Jetzt muss ich mich hier irgendwie runtergleiten lassen. Also, was ich auch versuchen könnte, ihn ja. Hey, hey. So. Okay, so einfach war es. Oh Gott. Okay, so geht's. Alles klar. So. Jetzt hoffe ich nur, dass ich auch irgendwie was machen kann. Ich glaube nämlich nicht. Nee. Ja, ich muss wahrscheinlich das Ding von da draußen dahin bringen, ne? Aber das funktioniert ja nicht, ne? Da, hier ist doch was. Ich bin doch schon darüber gegangen. Das Spiel lässt mich nicht. Ich tue schon wieder voll Zeit verschwinden gerade. Aber ich hab's doch versucht. Danke fürs Mitnehmen. Okay, gehen wir dann noch mal hin. Mal jetzt so lange, bis das Ding kaputt geht, ey. Gibt's doch nicht.
Muss ich hier irgendwie was machen? So, da ist es noch, ne? Wieso gehst du nicht kaputt? Was ist jetzt kaputt? Ist da oben noch was? Hier ist noch was. Sind wir noch da? Wo denn? Über mir? Irgendwas? Seid über mir? Ich weiß es nicht. Das Spiel verkackt er wirklich hier gerade. Na gut, ich weiß nicht, was man hier machen muss. Ich nehme mal den Ball hier raus. Pack den da raus. Der ist auch noch so ein Zeug. Boah. Man wird mir da nicht auf der Karte angezeigt, oder? So, ich habe keine Ahnung, was hier von mir wieder verlangt wird, was ich auch schon wieder falsch mache. Wir gehen jetzt weiter. Ich aber gar nicht ein. Vegas, hilf mir. Ja. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich könnte schwören, ich mache ja alles richtig gerade. Aber okay. Wenn das Spiel gerade ein bisschen anstrengend ist, dann weiß ich auch nicht. Okay. Gut. Wo können wir denn noch hin? So, da müssen wir ignorieren dann anscheinend, ne? Jetzt auch noch was. Verdammt. Wie habe ich all diese Sachen hier verpasst? Okay, wie komme ich da hin? Ich muss den Ding da hinnehmen. Das ist direkt da irgendwo. Wo? Lass mal da hoch gehen. Oder war höher, ne? Lass mal hier hin. Und dann... hier nach rechts irgendwo. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Gehen wir mal ein paar Runden, damit ich hier nicht wieder durch Fallschaden sterbe, ne? Cool. Okay. Deine Position ist jetzt tot. Oh, ehrlich. Feind 2. So, hier ist noch weit. Hier habe ich doch das Ding bekommen. So, Level abbekommen, auch nicht schlecht, ne? Ah. Habe ich denn hier schon wieder was verpasst? Unter mir. Habe ich doch gemacht. Sag mal, ist das Spiel irgendwie nur so ein bisschen verbuggt mit den Dingern? Ja, doch kaputt gemacht. Ja, hier sind noch ein paar, aber boah. Na gut, so viel dazu. Das Spiel hat ärgert mich gerade ein bisschen. So, irgendwie muss ich doch ein paar hier reinpacken, ne? So, keine Ahnung, wir gehen woanders hin. Ich habe genug von diesem Ort hier.
den ganzen Orten, die mir sagen, ich kann da hin, aber ich kann da in Wirklichkeit doch nicht hin. Ich habe da wahrscheinlich so einen Punkt oder so habe ich nicht getroffen und das Spiel sagt mir so, oh, jetzt kannst du noch nicht vorbei. So, Fähigkeiten. Was haben wir hier noch? Wo habe ich neue Sachen freigeschaltet? Habe ich? Sieht so neu aus hier. Also nicht. Unerbitterlich, nee, ich weiß es nicht. So, das hier wollte ich haben, ne? Du könntest die Aufladezeit von Fokusangriffen, damit diese Angriffe schneller werden, ne? Ja. Erhöht Reichweite von Spaltener Schlag. Ja, nehmen wir den auch. Ja. Das ist so die einzige Fähigkeit, die ich so unbedingt haben will im Moment. So, gucken wir mal, was wir noch auf dem Planeten machen kann. Ne? Wir haben jetzt erstmal eine halbe Stunde hier aus dem Fenster geworfen, weil mir das Spiel irgendwie, weil nicht ein bisschen unklar ist hier. Ich kann mal versuchen, gegen das Viech nochmal zu kämpfen. Vielleicht mit einem Blaster. Der Viech habe ich ja mal getushottet jedes Mal. Hier gibt es irgendwie nichts mehr zu erledigen. Was ist hier denn? Da ist der Schild, genau. Da kam ich nicht vorbei. Da gibt es irgendwie nicht viel zu erledigen. Lass mal zur Fort Carlin gehen und probieren, ne? Fort Carlin probieren. Wir haben alle unseren Dinger verbraucht, wir haben keine Erfahrungspunkte, die wir verlieren können. Warum nicht, ne? Einmal probieren. Wenn er mich immer noch mit einem Schlag hier fertig macht, dann weiß ich ja Bescheid, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich sehr viel stärker geworden bin seit letztem Mal. So. Ich wünsche nur, der Weg dahin wäre ein bisschen einfacher. Ich muss jetzt immer hier hochklettern und so, ne? Mal hier hinter ist das, ne? Aber. Oh. Was ich noch finde. Eigentlich nicht so toll. Wie lange ich keine Erfahrungspunkte jetzt hier ansammeln. Ich muss da hoch. Irgendwie keine Gegner hier. War nicht so weit eigentlich. Ja, jetzt muss ich irgendwie da hoch. Nee. Bin ich schon mal da gewesen? Stehst du auf? Nein? Okay. Das ist eine Tür, war ich da schon mal? Nein, das ist noch nicht. Oh, jetzt nichts. Na, ich suche nur den Weg dahin. Na, wie viel kommen denn da? Wow. Kollege, ich will nur den Weg zum Boss finden, okay? Dann gehe ich wieder. Mal gucken, ob ich gegen den eine Chance habe oder nicht. Hier in der Rolle einfach unbesiegbar sind, ne? Da guckt sich einer an. Boah, Junge. Er will mich auf den Arm nehmen. Hey. So, da komme ich hoch, glaube ich. Ne? Ich will auch nur den Boss hier. Ich will auch nur den Boss finden, Mann. Oh. Ich habe schon ein Steampack verballert.
Ich will noch mal gucken, wie schnell ich gegen das Viech down gehe, und dann gehe ich wieder. Oh, das Spiel macht es mir gerade hier. Hey, wie kommst du da hin? Kann ich aber hier hochklettern? Er sieht doch voll aus, da könnt sie ja so hoch, ne? Oh, dann nicht. Ich will auch gar nicht gegen das Viech kämpfen. Blöds. Lass uns hier eine Pause machen. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ich muss nach Jada zurück, ne? Ja, gut. Ja, und dann gehen wir eben. Ich muss zur Mantis. Wo ist die Mantis? Da. Ja gut, dann gehen wir eben. Will ich ein bisschen Erkundung aus dem Weg räumen, aber geht nicht. Ne? Ich habe schon wieder jetzt 20 Minuten irgendwie verschwendet, ohne irgendwas zu erreichen, habe ich gerade das Gefühl. Als soll's, ne? Kann man ja nicht wissen. So. Kopfgelder verfügbar. Um ihre aktuellen Kopfgelder zu finden. Sagst du mir jetzt erst, jetzt wo ich mich entschieden habe, abzuhauen? Nee. Ja, wir gehen jetzt. Tut mir leid. Ihr Spiel, ey. Was glaubst du, was wir finden werden? So, haben wir gesagt, soll zu Jada zurück, also gehe ich nach Jada. Sagt er mir, bevor ich den Planeten verlassen will, oh, übrigens, den kannst du fragen. So, ich habe irgendwie so ein Inventar, ne? Ich glaube, da ist voll, ne? Ich glaube, ich sollte irgendwie hier so mal ablagern oder so, ne? Aber als der Typ geht gar nicht. Ich kann es kaum erwarten, Sia wiederzusehen. Ich schulde ihr viel. Sie hat mir die Kredits für das Pylons vorgestreckt. Wie viel schuldest du ihr, Grease? 2000 Kredits, summa summarum. Vielleicht koche ich das nicht sehr viel. Und sie vergessen es. Für 2000 Kredits muss das aber eine echt gute Kasserolle sein. Denn gerade hier so in Knights of the Old Republic Dimensionen 2000 Kredits sind eine Menge am Anfang, aber ich glaube, da war der Preis für HK47. Nee, HK47 kostete glaube ich 5000. Und da kann man voll locker runterrechnen, runterhandeln. Und das Minimum, was man für den bezahlen kann, ist irgendwie 2500. Boah, das Ding da reinpasst, ne? Okay. Kommst du nicht mit mir, Grease? Ich komme nach. Muss noch auf der Mantis bleiben und die Diagnostik prüfen. Wenn etwas repariert werden muss, werden dir die Anachoreten sicher gerne helfen. Oh, nein, danke. Ich will diese Spinner nicht auf meinem Schiff haben. Okay. Na gut. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt hier neue Sachen erlegen können, weil ich keine neuen Sachen mehr bekommen habe, außer hier dieses Feuerding. Ich glaube, da brauchen wir nicht wirklich für irgendwas hier, ne? Also ich kann nur andere Sachen im Brand stecken. Hey Leute, was geht? Na? Aber woher wissen wir, dass es sicher ist? Wir können es nicht wissen. Ich habe mich so auf den Meditationspunkt konzentriert. Und einige örtliche Anführer sind nicht bereit, die Risiken zu akzeptieren. Wie können wir sie überzeugen? Viele fürchten, ach nee, ich soll ja mit Cordova reden, ne? Flüchtlingen ins Visier genommen werden. Kerl, du bist zurück. Hast du irgendwas gefunden? Ja, ich habe Gerät gefunden. Gut, das hört Cordova sicher gern. Ich habe ein Gerät gefunden. Was soll ich damit? Ein außergewöhnliches Gerät. Das hier ist womöglich ein Duplikat. Beide wurden beschädigt durch Lichtschwerter. Ich weiß nicht. Diesmal. Hätte ich auch nicht gedacht. Hm? Könnte sie reparieren? Ich weiß es nicht. Doch ich werde es versuchen. Meisterin Janda, das Imperium nähert sich der Pilgerzuflucht. Ein Stoßtrupp? Nein, ein Ausgrabungsteam. Gut, dann wissen sie nichts von dem Unterschlupf. Noch nicht.
Unterschlupf? Versteckt in den Ruinen. Hat die Evakuierung begonnen? Ist bereits im Gange. Aber Bruder Amias antwortet nicht. Amias hat die Kommunikationscodes. Wenn sie ihn ergreifen, könnte der gesamte versteckte Pfad in Gefahr geraten. Ich kenne die Ruinen. Ich gehe. Ich komme mit. Ich komme mit. Boat? Ich bleibe lieber hier. Mache mich nützlich. Ich könnte einen ich nicht. Gebrauchen. Bringt Amias zurück. Machen wir. Okay. Und keine Heldentaten. Mit ihm hier? Kann ich nicht versprechen. Ich schätze, sie hat dich gemeint. Na, bevor wir weitermachen, ist das ne? Versteck weit weg. Nein, aber wir brauchen einen Spalt. Wo ist der Meditationspunkt? Hier. Sie sammeln sich in der Nähe der Basis. Folge mir. Also nicht, dass mir der Lichtschwert und Blast, das hier langweilig ist, aber ich will ein bisschen Abwechslung hier reinbringen, ne? Deswegen, wir sind jetzt eine Weile hier mit Blaster und Parierstange rumgelaufen. So, nehmen wir mal zwei Schwerter. Nehmen wir mal zwei Schwerter, ne? Einmal dicke Schwerter und einmal zwei Schwerter. Oh, hat er jetzt geändert, ja, ne? Was war das für ein Ort? Muss ja mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen, ne? Ja. Die Pilgerzuflucht ist ein alter Tempel. Seer und Meister Cordova wählten ihn als Unterschlupf des versteckten Pfades. Wir wussten, dass das Imperium eines Tages kommen würde. Nur nicht so bald. Na, da muss ich gar nicht hin. So, hier machen wir doch schon mal, ne? Dann muss ich jetzt da lang. So, wieder zu zweit unterwegs. Die Pilgerbrücke ist auf der anderen Seite der Wüste. Hier waren wir doch schon. Gut, wir haben ja schon eine Menge erkundet, ne? Also ich mache hier meditieren, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich die aktivieren muss, damit ich oder wieder respawne, aber ja, ne? Ah, jeder auf einen. Hoffentlich lässt uns dieses Spamel nicht im Stich. Oh, sei nicht nachtragend, Kerl. Das passt nicht zu dir. Oh, du gehst auf meinen Satz? Okay. Auf meinen Sitz, alles klar. Wow. Oh, falscher Knopf. Soll eigentlich rennen? Wir sollten keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Das wird nicht einfach, wenn es in der Wüste von Imperialen wimmelt. Dann kümmern wir uns gemeinsam um sie. Wow. Wie viele Unterschlupfe hat der Pfad? Wir sollten uns nicht mit dem Imperium anlegen, außer wenn wir sie sehen. Dürfen es nicht sein. Dann machen wir so platt. Oh, das ist nicht der richtige. Schneller! Ja, schneller! Oh, was ist da los? Scheint man sich leicht verlaufen zu können. Dann ist es ja gut, dass du eine Führerin dabei hast. Wer hat gerade gesehen? Wir haben zucken war. Ja, so ist es gut. Und schon geht's los. Ja, gehen wir mal von dem weiter weg, ne? Habe ich so ein AT-ST schon gescannt? Ich glaube, ja, ne? Ja, waren wir schon hier? Diesen Weg hier extra gemacht zum Vorbeischleichen. Ja. Wir müssen da lang. Ja, wir tun mal ein bisschen Aufmerksamkeit hier. Wir tun die mal ignorieren, ne? Ach man, bin schon wieder falsch gegangen. Oh. Diese Gras haben wir waren Imperiale. Bin ich ganz schön verändert. Also, solange sie sich nicht umdrehen, alles gut, ne? Der Skorpion kümmert sich schon um die, ne? Wie die immer so viel Krach machen müssen, diese Imperialen, ne? Furchtbar.
Noch einer von denen ist kaputt. Aber da sind welche. Hier muss ich aber nicht hin. Hier muss ich hin. Oho. Und los, BD. Na Gott, die sehen mich so weit von. Da ist ein Mitten. Boah. Deckung hoch. Hey, was geht? Ein Kommandant. Erstmal scannen ja vor deren Nase. Offizier, genau. Aha. Ich bin unter deren Nase einfach so weggestappt. Ah, ist eigentlich die Ruine, wo ich letztens war. Also. Hey, na? Ja, ja. Kannst du auch das hier abblocken? Ah. Ich gebe dir gleich eine. Mist, ich lasse dich einfach hier im Bosskampf hängen. Muss man ja gar nichts zu sagen. Aber du, Blödsviech. Habe ich nicht eine Abkürzung ja aktiviert letztens? Ja, ich gehe meinen offiziellen Weg. Ich nehme mal aus. Ich klatsche dabei eine. Lass mich hier im Bosskampf hängen. Und dann solche Sachen sagen. Aber ich spinne. Ah. So, ja, da ist sogar eine Abkürzung. Ey. Ich krieg die Krise. Egal. Für die letzte Mal nicht dabei waren, als wir hier hochgeklettert sind, nehme ich an. Ne? So, jetzt kommen wir hier rein. Wir sind in Sphere's Basis überall. Ja, das sind alte Sicherheitsmechanismen. Ein Überbleibsel derer, die früher hier waren. Als das Imperium kam, fingen die Anachoreten an, die hier zu benutzen. Wusste ihr aber, alte Technologie ist nur noch weniger. Genau. Technologie. Gutes Auge. Ich muss einfach die Kugel da reinstupsen. Perfekt. Gut gemacht. Weiter. Okay. Gucken wir mal, was wir noch so für Spielzeuge bekommen, ne? Mir einige Sachen zu erkunden. Irgendwann müssen wir ja irgendwie bekommen an diesen Druiden da uns dran zu hängeln, ne? Nehme ich an. Die hier überall auf dem Planeten verstreut sind. Das Imperium. Oh. Sie wollen zur Pilgerzuflucht. Das TIE Fighter. Ja, der Tempel ist verlassen und gut befestigt. Ein perfekter Ort, um sich vor dem Imperium zu verstecken. Das dachten wir. Wir werden Bruder Armias finden. Hoffentlich. Wir nehmen den Schleichweg. Das geht am schnellsten. Hm. Nein, so funktionieren Schleichwege normalerweise nicht. Wir sind meistens immer langsamer. Nach Ärger aus. Oh, nee. Wenigstens sind wir zu zweit. Einer für jede Schere. Na, also du kämpfst diesmal mit. Oh, wie freundlich von dir.
Naja, was geht, na? Na, no, was zum? Nein, nein, nein. Wo ist mein letzter Respawn-Punkt? Boah. Ich glaube, ich bin ziemlich weit entfernt. Oh mein Gott. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen gerade? Boah. Ja, war doch keiner in der Nähe. Guck mal, wie weit das noch entfernt ist. Boah. Da hätten sie mir aber auch echt irgendwo mal einen auf dem Weg gehen können. Das ist voll der verschwenderische Part heute. Ich habe das Gefühl, ich erreiche heute irgendwie gar nichts. Oha. Oh mein Gott. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Cordova auf Jeddah ist. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Kompletter Schock. Meine Güte, das ist ja voll... nicht sehr nett gerade hier, was die hier machen. Also da hätten sie auch ruhig echt irgendwie so ein Spawnpunkt irgendwie hinten machen können. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein extrem weiter Weg bis dahin. Hätten sie auch ruhig aber irgendwie einen spendieren können, ne? Oh mein Gott. Lass uns hier eine Pause machen. Alright. Machen wir hier ein Nickerchen. Kann man von hier aus sein. Los geht's. Okay. Ja, von anderen. Wollen wir zwar, aber im Moment müssen wir den langen Weg nehmen. Guck dich das einer an. Gibt's da einfach nicht. So. Komm schon. So, irgendwo ist jetzt eine. Au. Für ein Viecher, Mann. Wir müssen die Abkürzung hier. Das waren alle. Da. Habe ich die vorhin nicht gesehen? Da. So. Oh, wer schießt mich hier runter? Ich ja, bloß weg. Er kann doch sowieso nichts treffen. So, spätestens hier hätten sie ja irgendwie Dings hinpacken können. Ein Meditationspunkt. Ey. Und wenn ich jetzt schon wieder frecke, dann muss ich schon wieder den ganzen Weg hier rumlaufen. Okay, ich bin mal ein bisschen übervorsichtig hier, ne? Wenn jetzt noch kein Meditationspunkt kommt, dann müsste ja wohl danach einer kommen, ne? So nach dem Boss. Okay. So, ich glaube, ich muss auch gar nicht gegen den kämpfen. Ich könnte ja eigentlich vorbeilaufen, ne? Würde ich aus der Animation herausholen? Na, keine Macht. Du wirst zerbrechen. Du musst dich heilen. Ja, danke. Sie sagt aber echt immer nur sehr. Also mal aufhören damit. Die tut den immer aus der Animation rausholen. Hässliche Biester. Hast du einen Weg nach Tennelor gefunden? Noch nicht, aber wir haben einige Geräte aus der Zeit der Hohen Republik gefunden. Meister Cordova untersucht sie gerade. Und der Meister sind ein eingespieltes. Ich hätte voll wegrennen können. Nachdem sie sich dem Pfad angeschlossen haben, waren sie eine unersetzliche Hilfe. Bist du auf deinen Reisen irgendwelchen Jedi begegnet? Nein, Kerl. Sonst hätte ich mich bei dir gemeldet. Danke. Ich hätte ihn voll ignorieren können eigentlich. So, jetzt. Ich habe so gefühlt, wir kriegen gleich diese eine Funktion. Den Droiden. Ne?
Zurückgeführt, weil hier sind eine Menge von diesen Dingern. So. Oh, wie nett. Hey. Bonk. Also. Oh, dieses Spiel, ne? Ich sehe, wir sind heute in sehr, ein sehr lustiger Stimmungsspiel, ne? Ich glaube, was ich bin ein bisschen salty, habe ich so gefühlt. Oh, da will ich hin, da ist ein Ding nämlich. Okay, da kann ich nicht erreichen. Wollen wir noch mal sehen. Nee, ich glaube nicht. Oh Gott. Okay, was haben wir denn hier? Oh, das Imperium hat die Fährte aufgenommen. Wir sollten uns trennen. Ich verzögere ihr Fortkommen. Wir treffen uns in der Nähe des Tempels. Okay, pass auf dich auf. Halt die Ohren steif. Wie komme ich da oben hin? Gute Frage, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte das erreichen da oben. Lass mich mal ein bisschen gucken, okay. Oh, der hört im letzten Moment auf hier. Oh, schaffe ich das? Aber nicht, dass ich das schaffe. Das ist viel zu weit, glaube ich. Nein! Hi. Ne. Wie muss man da hinkommen? Hilfe. Gute Rettungsaktion. Okay. Keine Ahnung. Werden wir ja sehen irgendwann, ne? So. Hey Maren. Pass auf dich auf. Ich übernehme das Aufpassen, Kerl. Jetzt sind's wieder nur wir beide, Kumpel. Nur du und ich. Nur ich und du. Oh Mann. Diese Tür bewegt sich nicht. So, was haben wir wieder hier Schönes? Da ist eine Werkbank. Da bestimmt Meter zu, obwohl wir hatten ja gerade eine. Ey, yo. Oh, okay. Sind das Minen? Nee, ne? Ja, ich weiß, das ist eine Werkbank. Muss nicht direkt immer da. Muss nicht immer direkt dran gehen, BD, okay? Ich weiß, wie eine Werkbank aussieht. Was ist das für ein Geräusch? Okay. Hallo, Luna. Hey, was geht, na? Ist das Ding irgendwie immun dagegen? Ah, oh, okay. Na, ganz ruhig, Kollege. Ich heile mich mal. Hab ich getroffen? Ich weiß es nicht. Nein. Okay. Dusch. Dieses Biest sieht hungrig aus.
Die mächtigste aller Fähigkeiten eines Jedi ist der Dropkick. Okay. Boah, dieses Geräusch macht. Geht mir voll auf den Nerven. Okay. 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 Okay, diese Rätsel sind irgendwie viel undeutlicher als im ersten Teil. War eigentlich voll einfach immer gewesen. Du hast so ein Ding und dann irgendwie, weiß nicht. Und packst halt irgendwo rein, aber irgendwie findest du sie jetzt nicht mehr. Ah. Ich das so machen? Ich glaube ja, ne? Na, guck mal. Ich will damit eigentlich die Tür versperren, aber so geht's auch. Haha. Haha. Oh. Pass auf, dass du hier nichts berührst. Toten nicht wecken. Er tut sofort was berühren oder will sofort was berühren. Okay. Bleib nicht zurück. Oh Gott. Oh Gott, geh weg. Geh mir bloß weg. Ja, ich weiß nicht, wie viel Schaden ihr macht. Dieser anderen Viecher. Ja. Oh. Sehr gut. Mal drin noch was. Das ist eine Sackgasse gewesen. Gesagt, sollst du uns anpacken. Bis zuletzt. Aber für welche Sache? Oh. Ich will eigentlich. Ich will euch gar nicht anvisieren. Ich will. Ich bin da gerade runtergefallen. Oh. Hier so blöd. Ich habe das Ding jetzt eingesammelt. Ich weiß ja gar nicht. Ich habe voll durcheinander gebracht gerade. Also, warum halten die so viel aus? Alter. Mistviecher, ey. Wo bin ich hier? Von Geräusch. Oh Gott. Versuchen wir es noch mal, BD. War ich richtig? War es nicht richtig, was ich hier machen sollte? Dann bin ich da festhalten. Kann ich sogar. Haha. Versuchen wir es nochmal. Ich habe alles im Griff. Und da ist sogar ein Snack. Ich glaube, hier ist eine Tür gewesen, ne, die ich öffnen kann. Ja. Ja, das mit dem Scan ist auch manchmal so ein bisschen ungenau, ne? Da. Boah. Muss immer direkt irgendwie irgendwo stehen. Der Region. Die Pilgerzuflucht ist auf der anderen Seite der Brücke. Was wohl diese anderen Markierungen bedeuten? Abkürzung freigeschaltet.
So. Bereit machen, BD. Erinnert dich das auch an Sepho? Oh, da ist ein Ding ins. Oh, guck mal. Sieht dann nach einem perfekten Punkt aus, mal Feuer machen können. Außer das Ding pustet mich jetzt hier weg. Es ist zu windig. Das ist so windig. Das sah mir jetzt nicht so aus, als wäre das jetzt unmöglich. Wollen wir mal so mal wieder als System zu cheaten, ey. Ah, okay, das ist, vielleicht ist es doch unmöglich. Aber wo muss ich denn dann lang? Alter. Nix hier. Nee. Muss ich mich ja durchkämpfen. Ich glaube, ich sollte zurück zum Dings gehen, zum Meditationspunkt und Feierabend machen. Ja, ich kann Stims. Hier war ich noch nicht. Der Wender reicht mich bis hier. Okay, ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Weil ich bin mir auch ein bisschen unklar, wo ich gerade genau hin muss, wenn ich ganz ehrlich bin. BD. Was denn? Was denn? Willkommen, Reisender. Ob schon deine Reise vor langer Zeit begann. Hm. Ich glaube, mein Ding war irgendwo hier, ne? Oder muss ich jetzt wieder den ganzen Weg? Ich glaube, ich muss den ganzen Weg erstmal jetzt zurück, ne? No. Da ist einer, was? Boah, den holen wir uns noch. Ich hoffe, da kommen nicht so starke Gegner jetzt noch, ne? Weil ich habe keine Heilung mehr. Aber ich habe sowieso ein bisschen Zeit verschwendet, habe ich so ein Gefühl, ne? Von daher machen wir ruhig jetzt ruhig ein bisschen überziehen, so ein paar Minuten, ne? Oder? So, was wollte das Spiel denn hier von mir? Willst du denn von mir? Wo soll ich hin? Wow. Ich sehe nicht, wo ich hier hin soll. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Du bist gerade etwas unklar, Spiel. Soll ich dahin? Ich habe das Gefühl, ich war da schon richtig. Lass mich da noch mal hochgehen. Oder wo war das? Als ich da gelandet bin, hat er auch irgendwie gesagt, so, nein, das war falsch. Lass uns das noch mal probieren. Irgendwas kann ich da runterziehen anscheinend. Oh ja. Uah. Hier runter. Ja, da, ne? Boah. Was soll ich jetzt ziehen? Ja, da gibt es einen Weg. Da! Boah! Alter. Muss aber manchmal hier Adlerungen haben, ne? Um zu gucken, wo du als nächstes hin musst.
Klar. Hast du sowas schon mal gehört? Klingt fast wie Musik. Penze? Ich glaube nicht, du weißt, was Musik ist, Karl. Ja, da sehe ich schon zwei Sturmtruppen, die wir gleich fertig machen. Okay. Meine Reise Good. Endet hier. Vielleicht kann ein anderer Reisender auf seinem Pfad etwas damit anfangen. Nicht jeder ist stark genug, um die Reise auf sich zu nehmen. Okay, gut. Dann mediterisieren wir hier mal kurz, ne? Und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit ein bisschen mehr Fortschritt. Ich habe so ein Gefühl, die Hälfte der Folge habe ich ein bisschen irgendwie, weil nicht Zeit verschwendet, aber kann man ja nicht wissen, ne? Was soll man machen, ne? Gut, dann sage ich, ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen. Wenn ihr hinterlasst, dabei bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.